Welcome back zu 7 Days to Die. Mutterficker. Nein, ich bin einfach so ein hipper Boy. Versteht ihr, wie ich meine? So, warte mal, hier müssen wir Großvaters Lernelixier. Oh! Das ist einfach nur richtig geiler Schnaps, wenn man sich reinbuttert. Und der dann lecker Schmecker XP dazu gibt. Bringt das was, wenn ich den benutze und dann eine Quest abgebe? Der Folgenübergang ist immer 10 von 10. Ja, ich will jetzt hier... Das Ding ist halt, ich stream das ja auch nebenbei. Und ich will hier nicht einen auf Giga-Cringe die ganze Zeit immer Abmoderation und Anmoderation machen. Also keine Ahnung. Wenn euch das nicht stört, mache ich das natürlich gerne. Weil wenn ich jetzt nur aufnehmen würde und nicht streamen würde, dann... Dann ist das nochmal was anderes, aber so finde ich das immer so ein bisschen weird. Der zur Horde. Oh ja, true. Aber mir war erstmal wichtig zu wissen, ob es sich auch drin, also ob es überhaupt auch zusätzliche XP gibt, wenn man eine Quest abgibt oder so. Weißt du, wie ich meine? Ich hau mir das hier erstmal rein. So, hier müssen wir auch mal langsam die Kiste. Das war die falsche. Das war die falsche, wa? Tell me why. Das Nagon. Yeah. Aha. So, das kann ich jetzt hier quasi, kann ich jetzt hier modden, ja? Da kann ich jetzt sagen, gib mal her den Gerät. Und bau den da richtig schön ran. Also, dass man diese Mods auch immer wieder entfernen kann, das macht's sehr interessant, finde ich. Ja, wir besitzen so viel Essen, das ist einfach nice. Wir müssen uns nochmal langsam überlegen, wann wir denn anfangen wollen, uns auf die nächste Hordenaktion vorzubereiten. Weil die letzte war ja richtig shit. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, brauchen wir dafür jetzt schon eine neue Hütte, die wir so richtig ausstatten? Denn wir haben ja auch schon gemerkt, dass wir letztes Mal einen groben Fehler gemacht haben, als wir zum Beispiel hier unten keine Spikes ausgelegt haben. Ich weiß halt nur nicht, ob irgendwann mit Horde 3, 4, 5 oder 2 vielleicht sogar schon irgendwelche Zombies kommen, die mir dann aufs Dach springen, ne? Weißt du, wie ich meine? Das ist jetzt so ein bisschen das Thema auch. Was macht das Gemüse auf dem Dach? Stimmt. Oh ja. Das habe ich zum Beispiel schon wieder vergessen. Aber das gedeiht auch noch, ne? Das ist noch nicht fertig. Ach ja. Schön. 7 Days to Die. Wenn die Klammer weg ist, ist fertig. Gut. Eine kleinere Hordenbasis braucht weniger Ressourcen. Das ist logisch. Die Frage ist nur, wie gibt man sowas überhaupt an? Muss ich dann jetzt richtig Stein hacken? Ich brauche sowieso mal eine Spitzhacke, ne? Ich will halt diese Werkbank echt mal gerne haben. Und ich brauche den Bauplan dafür. Wie komme ich an den Bauplan dafür? Fortgeschrittener Ingenieur. Gibt es da irgendwas von Ratiofarm? Hier. Das haben wir schon. Die Frage ist, lerne ich die Werkbank darüber oder muss ich den Plan wirklich finden? Lieber Twitch-Chat. Muss ich den Plan finden? Oder kann ich das lernen? Finden oder Händler oder skillen? Also man kann es auch skillen.
Rechts bei Tüffler kannst du Voraussetzungen sehen. Aber war das schon richtig? Intelligenz Level 4. Werkbank und Ofen steht normal bei den Händlern. Also ich kann beim Händler mir zum Beispiel sagen, ich baue mir jetzt eine Spitzhacke gleich. Wenn ich die Sachen mitnehme. Ich kann die ja sogar schon bauen. Ich baue dafür ja gar nichts. Ich brauche ja nur Eisen. Stimmt, das hatten wir ja sogar im Let's Play. Das hatten wir ja sogar im Let's Play. Tell me why, sage ich da. Nicht eben noch richtig viel Eisen? Ja. So. Dann würde ich jetzt hier nochmal bitte einschmelzen. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. I never wanna hear you say. Lederklebeband und Holz. Yay. Oh, Holz haben wir, glaube ich, nicht mehr so viel. Aber das können wir gathern. Wir können auch Holz aus dem Feuer nehmen. Wir haben lange nicht gekocht, by the way. By the way, I try to say I'll be there. Heavy glow. Oh, ja, wir können die sogar schon. Wir können sogar schon. Alpha One, grüß dich. So, was fehlt mir jetzt? Klebeband. Ein dummer Mensch. Aber Klebeband kann ich herstellen. Klebeband. An die Wand. In mein Ass. Wohl schaffen. Wir haben die Base und quasi Bunker getrennt, also zwei verschiedene Gebäude. Ja, ja, das wurde mir auch schon empfohlen. Die Frage ist halt, wie mache ich's? Wo mache ich's? Mache ich's mir selbst? Oder nehme ich ein bestehendes Haus? So, was macht man? Wie ist da der way to go? Do you know the way? Weißt du, wie ich meine? Spitz. Spitz to the heck. Ja, ich bin ja der dümmste Mensch, Alter. Ich will die ganze Zeit eine Spitzhacke machen, aber bin zu dumm. So, was brauchen wir da? Reparaturkit wahrscheinlich, ne? Oh oh, hier ist gleich alle. Nachlegen. So, okay. Ja, irgendwie will ich das erstmal behalten. Für alle Fälle. Jetzt ist ja der Sarg auch noch voll, ne? Kümmern wir uns schnell mal darum. Aber ich glaube, hier würde ich tatsächlich in diesem Sarg Waffen lassen. Den Bogen. Na, ganz ehrlich, da sind wir halt drüber hinweg, ne? Über den Punkt. Aber hier packen wir Waffen rein. Irgendwie so Spare-Sachen, Werkzeuge und sowas. Und in den anderen Sarg daneben, da ist der echte Tod drin, da kommt die Munition rein. Das können wir zerlegen. Militärstoff, der ist bestimmt gut. So, hier kommen Patronen rein. Also auf der einen Seite macht mir das Sortieren halt Spaß, auf der anderen Seite ist es giga nervig, ne? So, und dann haben wir hier hinten. Machen wir mal so Verhältnisse. Und Nahrung rein, hätte ich jetzt schon fast gesagt, ne? Wir brauchen halt mal langsam ein bisschen Ordnung. Es wird jetzt aber auch wieder 4. Das heißt, wir scheißen auf alles und machen die möglichst wieder voll. Aber erstmal einen Vorschlaghammer. Hol den Vorschlaghammer! Wir haben uns ein Bettchen gebaut. Ja, ich weiß, hier ist jetzt sehr viel Tumult.
haben hier zum Glück noch eine Müllkiste. So, Quest hatten wir abgegeben. Das bedeutet... Ja, wir werden jetzt heute nochmal questen, glaube ich. Ich werde nochmal questen heute. Und dann werden wir uns überlegen. Das Haus sieht halt sehr nice aus da drüben, ne? Dieses rote. Ich glaube, das ist so ein Biker-Gebäude, ne? Das ist irgendwie geiler als das, was ich hier habe. Vom Feeling her. Oder baut man sich eins? Ja, ich weiß es halt noch nicht. Da werde ich mir zum nächsten Mal Gedanken zu machen. Ach Junge. Ich bin immer vor dem Händler wach. Das ist ein bisschen anstrengend. Ich vergesse dann immer, dass er erst um 6 Uhr aufmacht. Zum Glück scheint es in der Stadt keinen Bärdin zu geben. Bärdin, keine Ahnung. Ja, was habe ich da zu erwarten? Was ist das, irgendwas Schlimmes? Heavy Glow. Eine Kneipe mit Zombiebären. Ich suche gerade hier nebenbei, bis es 6 ist, nach Baumstümpfen. Die Venezuela hier spawnen. Your honey. Oh, sugar, sugar. You are my candy girl. Wohin fährst du? Ich fahre nirgendwo hin. Hör doch mal zu. Ich habe gesagt, ich warte, bis der Händler aufmacht. Mann, 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 der Schirle, du. Ich suche Baumstümpfe. Aber ich kann hier mal sonst auch mal ein bisschen kloppen, ne? Haben wir jetzt eine Spitzhacke? Haben wir jetzt eine Spitzhacke? Haben wir jetzt eine Spitzhacke? Liegla, kloppi. Kloppi, kloppi, kloppi. Gerade erst gekommen, schrei mich nur einmal so an und ich schmeiß mich auf den Boden. Dann geh doch zu deiner Gesa. So. Messer kann man abbauen für Federn, die spawnen nach. Are you for real? Ist das Legitness? Blup. Da wieder einmal auf das Bike springt. Oh, Mädel, Leute. Und hier ist dieses Nitrat, ne? Lieber stehen lassen, damit die Eier wieder spawnen können. Also die einen sagen so, die anderen sagen so. Da müssen wir uns am Ende des Tages aber auch mal ein bisschen entscheiden, was wir wollen vom Leben. Ne? Mann, der ist immer außer Puste. Auf der Karte kannst du Erzbrain sehen. Ach, diese ganzen Punkte und so? Oh. Das ist sehr gut. Das ist wirklich mal. Das ist der Kommentar des Tages. Muss ich sagen. Blaue Karoffel. Das ist der Kommentar des Tages. Du hast den Award gewonnen. Ganz offiziell. Das ist
Sehr gut. Ich würde meine Base in einer größeren Stadt bauen, weil da du für größere Quests Stufe 3, 4 immer hin musst. Dann sparst du dir die Fahrzeit. Aber kann man sich nicht auch einfach mehrere Bases bauen? 5000 YouTube-Kommentare weinen gerade. Ja, gut. Das ist jetzt nicht meine Schuld, ne? Da müssen die Leute, die das nur auf YouTube gucken, auch mal im Livestream dabei sein. Also rein planmäßig, jeden Sonntag 12 Uhr. Das hat bisher genau einmal geklappt, in 3 Versuchen. Aber hey, wir arbeiten an uns selber, wir schaffen das. Jetzt kloppe ich hier bis 8 Uhr das scheiß Nitrat aus dem Boden. Einmal ist besser als keinmal, genau. Jetzt haben Leute gesagt, ich soll mir die Ader hier auch ein bisschen freischaufeln. Weil man da vielleicht runter immer noch was findet. Ist das hier auch Nitrat? Nitrado.de. Dessen Adern gehen sehr tief. Aber eigentlich haben wir dafür keine Zeit, ne? Nein! Lass mich in Ruhe! Ist halt so ein bisschen die Frage, die ich mir jetzt mal stelle. Gibt es unterirdisch irgendwelche Höhlen? Kann es sein, dass ich mal so buddel, dass ich in irgendein Höhlensystem komme, oder gibt's das gar nicht? Es ist auch ein YouTube-Run tatsächlich, allerdings auch alleine. Also wir sind hier in diesem Projekt alleine unterwegs, damit wir das Spiel ein bisschen besser verstehen, damit wir ein bisschen besser auf das Game klarkommen, sag ich jetzt mal so. Aber hier spielen wir alleine, aber ich lade es auch auf YouTube hoch. Okay, so richtig Höhlen nicht. Okay. Oh, es tut mir leid. Ah, das ist hier so viel Gene heute. Alter, wir haben 4 Kaffee. You need assistance? Machen wir mal eine kleine Reise. Wir holen mal was ein bisschen weiter weg. Aus dem Old Bungalow. Old Mac Bungalow had a farm. I-a-i-a-o. Von der Kalle wollte mit dem Fahrrad hinfahren. I-a-i-a-o. Doch er hat einen Platten und er muss auch kacken. Scheiße, scheiße, scheiße. Aus dem Arsch. Alter Kalle will jetzt fahren. I-a-i-a-o. Man nannte mich auch mal Freestyle-Gott. Wieso ist denn das jetzt so neblig aus dem Nichts? Aber das ist, glaube ich, gut für die FPS. Jetzt gern immer neblig. Find super, dass du das machst. Gnu hatte ja gesagt, auch mitmachen zu wollen. Ich liebe das Game ja auch. Auch jetzt. Ja, Gnu ist ja immer sehr viel beschäftigt. Aber ich habe auch gesagt, dass ich am Anfang erstmal alleine spielen will. Weil, für mich ist das halt so ein Ding von... Ich brauche immer so einen Moment, wisst ihr, wie ich meine, bis ich sowas verinnerliche. Und wenn man dann zu zweit oder zu dritt oder zu viert ist. Deswegen bin ich auch in diesen Gruppenaufnahmen oft einer der verpeilteren Leute am Anfang. Ja! Nein, du lebst! So, weil ich immer ein bisschen länger brauche, sag ich jetzt mal. Junge, ey, wie ich da immer raufslide auf dieses Bike. Das ist einfach hammermäßig supergeil. Was hat er für ein Problem? Ey, da muss ich erstmal unboxen. Hilft nix. Mit dem haben wir es richtig gegeben.
Okay, wir müssen in das Haus hier, ne? Da, Ehre in den Arsch hinein. Ia, ia, oh. Lass mich in die Hütte rein. Ia, ia, oh. Ich hau auf euer Maul und dann hau ich euch ein rein. Na, 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 super Double Time, ich will jetzt mal in das Haus. Nadel und Faden sieben. Wo komme ich in die Hütte rein? Oh. Aha. Bisschen Respekt gerade hier, weil ich nicht weiß. Wieso seht ihr so verkohlt aus? Was ist hier los? Ach du Scheiße, wo kommen die denn alle her? Ich komm da von dem Gebiet hier nicht runter, ne? Ich muss aufpassen. So. Oh ne, ich hab keine Ausdauer. Achso, ich hätte auch einfach... Ja, sah cooler aus über den... Über den Zaun zu hüpfen. Hey Leni, grüß dich. Hilfe! Ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Alter. Ja. Ist das brutal, ey. Ehre in den Arsch hinein, hia, hia, oh. Wie komme ich in die Hütte rein, hia, hia, oh. Hier ist bestimmt eine Treppe und da ist noch einer. So. Da kommt noch einer raus hier. Wackelt. Bis ich mal geschnallt habe, dass ich die auch auf den Boden hauen kann, ist halt auch wieder ein Tag vergangen, ne? Oh, ein Reifen. Diese Kalle, jetzt hättest du das gar nicht benutzen müssen, Freund. Selber schuld. Hier kann ich hochklettern. Wieso ist das hier so dunkel? Ist halt wirklich cool gemacht. Aha, da haben wir wieder unser Zeug. Geil! Das wird schwierig. Aber wo sind diese Vorräte? Wahrscheinlich hier hinten irgendwo. Scheiße. Hier oben muss es sein. Ja, Kiba. Ist ja gut. Wo sind die Vorräte? Oder sind die doch unten? Scheiße. Hier sind die ja nicht, oder? Oh, ein paar Blöcke zum Weg bauen. Achso, das geht? Ich glaube, ich habe keine Ressourcen dafür, oder? Ich glaube, ich aber auch hier einfach nur durch. Hallo! Ich muss gerade Zombies abprügeln. Hm. Ja, das Song ist Seven Days to Die. Ja. Danke.
Muss irgendwie darüber, ne? Kann ich hier rüber balancieren? We got it from my mama. Eigentlich hätte ich damit rechnen müssen, ne? Aber wo ist jetzt... Wo sind die Vorräte? Wo sind die Vorräte? Oh, es ist unter mir. Ich habe mir einfach den Loot gegönnt. Ah. Zack. Geil. Ja, das ist sehr belohnt. Jetzt habe ich den Loot. Ich könnte jetzt natürlich alles noch abbauen, aber sind wir ehrlich. Wollen wir das? Jetzt gerade nicht. Aber ich komme hier wahrscheinlich auch nie wieder her. Aber ich bin schon so voll. Ich habe nichts mehr zu essen, ne? Ja, dann müssen wir einen schönen Blaubeerkuchen verballern. Muss das gemacht werden. Habe ich den jetzt zerlegt und nicht gegessen? Nee, oder? Zerlegen? Damn. War ich jetzt mir nicht sicher, weil ich habe da links dieses Essenssymbol nicht gesehen. Ich wollte gar nicht lang stören, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir nicht gesehen, wo der Airdrop runterkam. Ne, das ist ein bisschen schade mit E. Doch. Nee. Doch nicht. Stufe 1 abholen ist nur die Quest. Alles klar. Old McDonald had a farm. Hier, hier, oh. Hier in den Arsch hinein. Hier, hier, oh. Jetzt müssen wir los. Jetzt fahren wir entlang. Hier, hier, hier in den Arsch. Hier in den Arsch hinein. Hier, hier, oh. Ist nur so viel wie der Magen groß ist, verstehst du? Aber ich weiß zum Beispiel nicht, wie viel Nahrung ich brauche, wenn da unten diese Leiste so auf halb voll ist. Weiß ich halt nicht, wie viel ich essen muss, damit es voll wird. Gibt es da irgendwie einen Richtwert oder so? Keine Ahnung. Oder ist das immer 100? Also 100 Maximum. Maxi King. Alright. Charakterfenster wird's genau angezeigt. Anything you like? You've made my day. And here is your payment. Schön 762. Und wir nehmen noch eine Quest an. I have a task for you, friend. Great. I look forward to seeing you again. Wir haben jetzt noch kein neues Level. Doch, wir haben ein neues Level. You sexy motherfucker. Die Steinhütte gegenüber von der vom Händler. Oh, meinst du hier das kleine Ding hier hinten? Was? Ja. True. True eigentlich. Das sieht nicht schlecht aus. Das inspizieren wir noch mal eben. Alter! Wo sind wir hier gelandet?
Aber wie sollen wir das denn wegkriegen? Das ist irgendwie voll das krasse Ding. Jo. Aufwachen! Oh, Scheiße. Schönheiten. Schönheiten. Scheiße. Ach so. Okay. Junge, Junge, Junge. Die da alle drin stehen, sag ich jetzt mal, ne? Sah jetzt krasser aus, als es ist. Es sah jetzt irgendwie super, super, super heftig aus. Aber ich glaube, hier könnte ich mich wohlfühlen. Oh. Oh. Lerne durch das Lesen dieser Baupläne, wie man Elektrogeneratoren, Deckenlichter und Verschaltungen anfertigt. Alter. Technik 1. Lerne, wie du deine Roboter noch tödlicher machen kannst. Ich kann mir einen Roboter bauen? Habe ich das richtig verstanden? Panzerbrechende Roboter, Geschützturm-Munition. Damit sind die Türme gemeint. So. Aber auch geil. Aber das von den Türmen wusste ich schon. Ich dachte nur, ich könnte mir noch irgendwie so Frankenstein-mäßig irgendwelche Zombies da, Zombie-Roboter da bauen oder so. Das wäre auch witzig gewesen. Ja, also... Was meint ihr? Schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn wir hier die Tage dann uns verbarrikadieren wollen. Will ich die stehen lassen, die Box? Spawnt da was nach 7 Tagen nach? Ja. Ja, okay. Ja, aber egal. Aber der Loot war schon nice, ne? Das zum Beispiel ist jetzt nicht so geil. Der morsche Boden hier. Da muss noch mal jemand drüber schauen dann, ne? Diese Deckenlampe da. Ja, aber ich muss sagen, ich finde das jetzt ja auch nicht scheiße. Und es ist auch wieder sehr zentral am Händler und man hätte sogar das hier als erste Base nehmen können. Diese ganzen Gerätschaften, die kann ich ja wahrscheinlich alle abbauen. Die machen ja nichts. Das kann ich doch alles hier abklären. Das sieht einfach nur cool aus wahrscheinlich. Ja. Dieser Bunker ist eher eine Falle. Sobald ich wo durch bin, sitzt du in der Falle. Also meinst du... Na wobei, also... Kann ich mir nicht eine Leiter bauen und obendrauf noch ein zweites Stockwerk? Also, ich bin ehrlich, ich sehe hier Potenzial. Ich sehe hier tatsächlich Potenzial. Wir haben 2 Türen.
Und wir bauen dann einfach oben. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, können Zombies Leitern benutzen? Kriegen die das hin? Ja. Ja, das ist blöd. Man muss die weg, basically. Das heißt, wir müssen eigentlich hier drumherum. Ich meine, hier ist auch noch dieser Zaun und so. Also eigentlich finde ich es geil. Eigentlich finde ich ganz geil. Das ist, ich sehe hier einen Rohdiamanten. Wir brauchen Max grillen. Da kann ich mir bis zum nächsten Mal Gedanken machen, ob ich wirklich hier hin will. Aber es ist ja schon mal gut, dass man hier eine Option hat, sage ich jetzt mal. Das sind ja alles nur Ressourcen, ne? Die Paletten kann ich wahrscheinlich auch abklopfen und da ist übrig Holz, oder? Nö. Der Leiter die unteren zwei Dinger wegmachen. Aber ich kann dann da hochspringen, meinst du, oder was? Wenn ich so mache. Oh, das kostet aber ganz schön Dingsbums. Aber ich kann dann da so ranspringen. So nach dem Motto. Und die kriegen das nicht hin. Aber auf dem Boden schaffen die es zu sagen. Und dann kommen die hoch. Ich glaube, das haben die auch bei mir im Haus gemacht, ne? Zombies stapeln sich auch. Hab die schon über 5 Blöcke Mauer krabbeln sehen bei mir. Die Frage ist halt, wie krass wird bei mir die nächste Horde, ne? Weil ich da gar nicht einschätzen kann, wie weit ich jetzt bin. Fortschrittstechnisch. ...500 Zombies. Okay. Gut zu wissen. Ich würde das einfach mal vielleicht hier probieren. Also wenn es hier nicht klappt, dann klappt es halt nicht, denke ich mir so. Aber man kann es ja mal versuchen. Dann kann man nämlich auch hier drinnen noch eine Leiter hochbauen irgendwie oder so. Und dann nehmen wir die Leiter außen vielleicht eh komplett weg. Wobei, wenn ich hier mal runterdroppe und hier irgendwie kämpfen muss oder so, ist es, glaube ich, nice to have, wenn ich dann hier irgendwie fluchtwegartig wieder hochspringen kann, ne? Wie viel HP haben die Wände? 1200. Aber ich kann die auch verstärken mit Metal, ne? Schauen wir mal dann. Schauen wir mal dann. Kann man nur mit Beton upgraden. Aber das kriegen wir vielleicht auch hin. So, wir haben schon den nächsten... nächste Quest freigeschalten, aber es wird jetzt gleich Nacht. Das bedeutet, wir packen jetzt unsere 7 Sachen. Unser Bicycle ein. Aber ich finde, wir haben heute... Ah, ich habe keinen Platz, ne? Ich finde, wir haben heute schon wieder einiges gelernt. Dabei haben wir nur 2 Stunden gespielt. Ich bin zufrieden, bin ich ehrlich. Wir müssen hier unbedingt mal Ordnung reinbringen. So, das ist auf jeden Fall ganz oben auf der Agenda. Und damit wir irgendwie auch mal wissen, wo, wie was genau lagert. Aber ich glaube, wir machen hier sowieso nur so eine Lagerstätte draus. Und werden vielleicht umziehen in die kleine Elektrohalle. Wie ich sie jetzt einfach mal nenne. Oh.
Okay. Gut. Damit beenden wir auf jeden Fall mal die heutige Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Amener. Tschüss.